und dann sie kommt mit Gottes Wort heute. Halleluja. Letzte Woche, ich habe das Wort geteilt aus 2. Mose 14. Okay. Gott hat diese Schriftrolle zu mir gegeben und ich habe das gelesen und gepredigt. Und es war ein bisschen intensiv, ja? War intensiv für euch? Ja? Vielleicht? Ein Mitglied hier in der Gemeinde hat gesagt, Pastor Zach, es war wie ein Tiefeinlauf. Ganz, ganz tief. Oh, es ist mein Privileg, als Pastor hier einen Tiefeinlauf weiterzugeben für die Gemeinde, dass wir reinbleiben und yes, es ist ganz unbequem. Wenn du weißt, was Fasten bedeutet für eine lange Zeit, Einlauf ist eine gute Idee. Gute Idee. Ich will wirklich erklären, dass Gott ist sehr ehrlich zu uns, okay? Und er will, dass wir kehren um von Sachen, weil er weiß, wir müssen in diesen Reifungsprozess gehen. Und wenn du wirklich deine Nächsten liebst, du musst wirklich sagen, was die Fakten sind. Und es ist, wenn wir gucken rein in diese Geschichte in 2. Mose 14, wir haben der Volk Israel hat so viel gesehen. Gott hat wirklich die Götter von Ägypten gerichtet und hat die Volk Israel befreit mit viel Geld. Gold, Silber, viele Sachen. Und kommt rein in die Wüste, in eine neue Verheißungsland. Und es war die Richtung. Und Mose, alles, was er gesagt hat, alles, was er gemacht hat, Gottes Hand war da. Aber was war drin in die Wolke, war dieser große Feind. Der Feind von drinnen. Und die Wolke hat gemeckert. Ja, gemeckert? Das Volk hat gemeckert. Oh mein Gott. Es tut mir leid. Mann, es ist nicht einfach, ein Ausländer zu sein. Aber was war da? Hey, warum hast du uns hier geführt in die Wüste? Gibt es keinen Graben mehr? Im Ägypten? Gibt es keinen Graben mehr? Diese frech Gräber. Es war sehr frech von den Menschen und unsere Attitude, unsere Stimme war frech. Und Gott kommt und mit dieser Einlauf und sagt, hey, come on, das geht nicht. Wir müssen wirklich umkehren von diesen Sachen. Und Gott ist eifersüchtig nach unseren Herzen. Okay? Gott hat uns befreit durch Jesu Christi. Amen. Er war gestorben am Kreuz für unsere Sünde. Amen. Wir glauben es. Aber er bleibt nicht nur im Grab für ewig. Er bleibt da für 3 Tage und er war auferstanden. Er ist auferstanden. Halleluja. Unser Gott lebt. Jesus lebt. Er ist nicht tot. Er lebt. Ich habe es gesagt, dass wenn du guckst rein hier in die Bibel mit dieser Engel des Herrn, ja, die Engel des Herrn, er kommt und er ist es ganz, ich gehe nicht in diese Lehre, aber der Engel des Herrn in der Bibel, in dem Alten Testament, ist einfach, ist es Jesus. Ja, Jesus war da, bevor er im Mutterleib war. Er hat so viel, er war sehr beschäftigt mit Abraham, mit Jakob. Er hat mit Jakob, wie heißt es, gekämpft oder gekämpft, ja, gekämpft. Und er war da. Er war da mit Hagar, mit viel, er kommt viel mit Gideon, mit Samsons Papa und Mama. Wir sehen, er kommt und ist da. So, Jesus, bevor er im Mutterleib war, leidet die Volk Israel in einer Wolke
mit Feuer und Wolke, Wolke. Und hat die Leute beschützt und geführt. Durch das Wasser. Er hat die Wasser geteilt. Kommt, der Feind kommt, aber come on, ich bin dein Leiter, ich bin dein König. Komm, folge mir nach. Wohin? Wohin? Wo war die Richtung nach dieser Teilung, diese Wasser? Wer hat das gesagt? Wüste. Come on, Michaela. Wüste. Echt wichtig. So, er hat uns nach der Wüste geführt. In die Wüste. Wie Jesus nach der Taufe. Ja, der Wasser, rotes Meer und dann Wüste. Warum ist diese Wüste so wichtig für uns? Warum? Es ist Prüfung. Und was finden wir hier in die Wüste? Ha? Keine andere Ablenkung. Wir finden ganz spezifisch, wir finden Gottes Stimme. Das ist, wo wir kennen Gott und die Stimme Gottes. Nicht die Gaben, nicht die Heilung, nicht alle diese wunderschönen Sachen, nicht unsere Erbe, unser Land, unser Eigentum, alle die schönen Sachen und alles, was schönen Blick hat, schön aussieht. Ja, danke schön. Mann, wir haben Übersetzer in Versammlung. Perfekt. Come on. Wir finden Gottes Stimme da. Und das ist, was Gott will von uns. Dass wir lernen, Gottes Stimme zu hören. Das ist die gute Nachricht von letzter Woche, von dem Einlauf von letzter Woche. Dass wir lernen, in diesen Prozess zu gehen, in diesem Fundament zu laufen. Und mit diesem Sinn, natürlich.